ja schrecklich, ne? Und es wird wieder Nacht. Soll ich ins Bett gehen oder gehst du schon? Ich geh schon. Ich hoffe, dass die Zäune reichen hier. So viel brauche ich hier ja gar nicht. Wo denn? Oh, es hat gerade so gereicht. Eigentlich habe ich sogar einen zu viel gemacht, aber hier ist es so schlimm. Mhm. Wichtiger, dass hier die Decke mal ordentlich. Du könntest mir bei der Decke helfen, wenn du willst. Baut hier ewig nämlich. Lässt auch den Bein behalten. Direkt die nächste Spitzhacke am Werk. War schon halb kaputt ist. Komm ich nicht hin? Scheiße! Mache ich mal Trick 17 und zwar. Ja, du. Jump'n'Run. Ach ja, es gibt den Warp Jump Suite. Den habe ich auch ein bisschen erweitert, diese Straße, wo die ganzen Jump'n'Runs sind. Falls jemand selbst nur Jump'n'Runs bauen möchte. Vergesse, dass bei dir keine Druckplatten sind. Ist aber auch gut, so dann kommen keine Monster rein und raus. Ich vergesse immer Stein zu schmelzen. Was mache ich als nächstes? Ja, komm. Ich gehe irgendwas anderes machen. Nur nicht Stein schmelzen, das, was ich eigentlich vorhatte. Oder Stein brennen, meinst du? Ich nenne Schmelzen. Okay. Ist ja im Endeffekt dasselbe. Weil es ist ja in seiner harten Form und wird in die weiche Form praktisch. Und Eis schmilzt ja auch, ist ja auch die harte Form von Wasser. Brennen ist ja eigentlich nur der Vorgang, dass es angezündet wird. Das da geht's mal. Chemische Beschreibung ist natürlich Schmelzen. Wahrscheinlich. Die physische Beschreibung ist wahrscheinlich Brennen. Also, genau kenne ich mich da natürlich auch nicht. Aber ich hätte das jetzt einfach mal so vermutet. Ja. So. Kommen wir ja schon mal ganz ordentlich voran. Gar nicht gedacht. Blätterstack, normaler Stein. Hör ich gerade.
Auf jeden Fall Holz, ne? Ja. Jetzt wird's nämlich knapp. Ich entsorge jetzt erstmal alles, was ich hier habe, in die Kiste rein. Stein habe ich ohne Ende. Also wenn du Stein willst, ich kann dir welchen schenken. Ich hab nur ein bisschen. Ich werde aber wahrscheinlich, wenn ich hier mit dem Haus fertig sein sollte, in irgendeiner Folge, werde ich wahrscheinlich umziehen. Und zwar werde ich den Stein mitnehmen und den brennen, beziehungsweise schmelzen. Und ein großes ausbauen. Jetzt habe ich aber schon ein bisschen gespoilert, was ich hier machen will, aber ich werde den Stein hier weiterverwenden auf jeden Fall. Wie das Haus aussehen wird, das werde ich noch nicht verraten, weil das wird natürlich wieder eine komplette Eigenkreation. Mhm. Ja. Also könnt ihr euch sicher sein, dass... Komplette Eigenkreation der Marke Eigenbau. Wird natürlich nichts, keine halbe Sache hier. Ne? Das kann man hier natürlich ein bisschen weiter vorsetzen. Dieses Video übt konstruktive Kritik aus und soll niemanden beleidigen. Ne? Ja, natürlich, ich brauche hier auf jeden Fall Holz, also es hilft kein Weg mehr dran vorbei. Gibt keine Ausreden mehr. Oh. Das sollte manchmal so. Essen scheine ich gerade im Moment noch genug zu haben. Ich habe mal ein paar Brote hergestellt. Habe ich genug von dem Essen? Was brauchen wir denn da noch? Warte hier mal umschauen. Füllt sich ja auch ganz schön langsam die Kiste. Langsam aber sicher, wird sie voll. Kann man hier rein tun. Das kann man natürlich immer wieder mal gebrauchen. Hier rein tun. Mhm. Mehr reintun, was sowas von. Ich weiß gar nicht, hat die Welt überhaupt ein Nether? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das kann man hier noch reintun und dann geht es natürlich weiter mit Holz hacken. Wie mir immer Holz fehlt, das ist wirklich schlimm, weil ganz ehrlich, wenn man hier so viel Holz bauen will in einem Stockwerk, dann kommt man da nicht dran vorbei. Und vor dir stehen die ganzen, also vor deinem Haus stehen die ganzen Bäume, die ich brauche, und rundherum sind alle schon abgeholzt von mir. Ja, man hätte auch mal neu setzen sollen. Ich habe zwar hier 46 Setzlinge, aber... Also ich werd wahrscheinlich gleich, wenn ich zurückgehe, auch welche neu setzen, ne? Mhm. Ich werde dann wahrscheinlich meine Säpplinge mitnehmen, beziehungsweise ich werde jetzt wieder zurückgehen und meine Säpplinge holen. 46 kann ich dir noch geben. Säpplings? Ja. Leg sie mal hin. Warte mal. Ja, vorbei. Ja, aber ich hole erstmal meine, ne? Meine Säpplings hier. Deine tust du nicht. Ich habe übrigens nur 6 Säpplinge, aus irgendeinem Grund. Davon nehme ich jetzt mal 4. Gut, das waren 50 Säpplinge, die kann ich hier gut verwerten, sage ich jetzt mal. Hier wild durch die Prärie, am besten schön bei deinem Haus, das am besten schön nah, dass wenn die wachsen ordentlich, schreib die mal Hallo. Blätter... Hallo. Wundert mich, dass um die Zeit noch Spieler auf dem Server kommen. Normal sind wir ja nur zu zweit, ne? Server.eu. Hier wahrscheinlich keiner auf dem Server spielen will, ne? Finde ich zwar schade, aber es ist leider so, es war auch schon immer so. Kann man nichts machen, wie Leute, die entscheiden sich halt für andere Server wahrscheinlich meistens, weil die
keine Ahnung, weil da mehr Leute drauf sind, wie zum Beispiel bei, weiß nicht, ich sage jetzt einfach keine Namen, bei YouTuber-Servern allgemein, kann ich mir vorstellen, dass da einfach der Hauptgrund ist, dass da mehr los ist. Finde ich zwar ein bisschen schade, dass so kleine Server, wo die... Hier kann man in Ruhe bauen, ohne dass irgendeiner einen so großartig stört. Und hier hat man vor allem ordentlich viel Platz zum Bauen. Ja. Und man kann hier überhaupt bauen. Und man muss ja nicht unbedingt mit anderen spielen. Man kann ja auch komplett alleine spielen und ja gar nicht gestört oder so. Mhm. Das nehme ich noch mit. Hat so frech angegaggert. Ja. Ach ja. Ich habe die Webseite nochmal ganz leicht bearbeitet, also dort die Range-Seite. Dort habe ich nämlich noch eine Tabellenansicht reingetan. Von mir aus kannst du da schreiben, was du willst, das ist ja deine Webseite. Mir ist es alles egal, ich will hier echt nur ganz normal auf dem Server spielen. Mhm. so wie früher, ne? Und das will ich auch mal genießen als Owner hier, ordentlich auf eigenen Server zu spielen und nicht irgendwie im Game Mode 1 rumzufliegen oder irgendwie, ist ja aber schnell Nacht geworden, und irgendwie sich nur um die Spieler zu kümmern und hier irgendwelche Sachen immer nur zu schauen, hier Werbung, da Werbung, ne? Immer nur darum zu kümmern, wie damals. Da ging es ja immer nur darum, welcher YouTuber nimmt bei uns auf, nur damit unser Server berühmt wird, ne? Ganz ehrlich, die Zeiten sind vorbei, ne? Weil, ganz ehrlich, da hat keiner Spaß dran, wenn der YouTuber oder der Server-Let's Player nur aufnimmt, damit der Server berühmt wird, ne? Niemand was davon. Ich habe hier vorne nur so einen Panorama-Ausblick auf Max. Toll, kann ich das komplette Gebäude nochmal abreißen? Na, was suchst du da oben? So. Die Plattmi ist aber noch drin, ne? Ja, natürlich. Aber ich würde sagen, die Freebird, die muss sowieso noch überarbeitet werden, weil das ist die vom Speicherplatz her, das ist die Welt, die am meisten. Einer die Welten, die oben sind. Kann natürlich sein, dass die Plattmi natürlich wieder größer geworden ist. Da habe ich keine Ahnung. Aber ich habe damals in Erinnerung gehabt, dass die mal irgendwie über 500 Megabyte groß war, ne? Also ein halber Gigabyte. Und wenn allein nur die Welt im RAM ist vom Server mit 20 anderen Welten. Spawn hat 489 Chunks. Was? Haben wir ja nur 10 GB allein nur die Welten und dann kommen ja noch die Plugins und der ganze Rotz. Guck mal, Max. Der Spawn hat 489 Chunks. Währenddessen PlotMe 285 Chunks hat. World 2 einfach mal 652. Wie viel hat das Spawn? Das kann sein, dass Katze damals rumgeflogen ist oder irgendeiner. 489. Aber World 2 hat nie mehr im Leben 652. Ich glaube, das liegt daran, dass wir hier in den Welten sind. Ich sollte eigentlich mal meinen, aber ich drück mich gerade davor. Und ich drück mich schon die ganze Zeit davor, liebe Zuschauer. Das ist der Wahnsinn. Die Mine, ich zeig's euch mal. Hier ist alles Mögliche schon gebaut, ne? Seht ihr ja. Aber die Mine, ne? Die geht bis da unten hin, bis gerade mal Ebene 52. Kann man noch 40 Blöcke tiefer graben, um gerade mal so an Diamanten zu kommen. Habe ich mir einfach zu wenig Mühe gegeben in der Zeit. Aber wir sind ja erst im Aufbau, ist ja erst alles noch der Anfang hier.
eines großen Server-Let's Plays